Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von maxwireless.de. Mein Name ist Max und ich möchte euch heute den Huawei E3372 LTE USB-Stick vorstellen. Ja, das ist der neueste USB-Stick mit LTE von Huawei. Kam allerdings schon Ende 2000 bzw. Mitte 2014 raus. Ist also gar nicht so neu, aber trotzdem das neueste Modell, was man bekommen kann. Kann bis zu 150 Megabit im Download, bis zu 50 Megabit im Upload. Das entspricht LTE der Kategorie 4 und hat außerdem zwei Anschlüsse für eine externe Antenne. Hier sehen wir dann auch die technischen Daten mal, was wir vom Computer her brauchen. Also es wird zum Beispiel auch Windows 7 noch unterstützt oder Windows XP mit Service Pack 3. Und natürlich macOS ist also ein relativ gut kompatibles Gerät. Sollte mit jedem Computer laufen, denke ich. So sieht's aus, so sieht die Verpackung aus. Nicht besonders groß, ihr seht's, ja, passt gut in meine Hand. Und wir schauen mal, was drin ist. Den Stick bekommt ihr im Internet relativ günstig, so zwischen 20 und 50 Euro, würde ich sagen, je nachdem. Und ihr bekommt den Stick auch bei der Telekom in Deutschland unter dem Namen Speedstick LTE 5. Ja, ich habe hier die schwarze Version, es gibt auch noch eine weiße Version. Macht technisch natürlich keinen Unterschied und ja, so sieht's aus. Ist also ein relativ kleiner Stick, sehr kompakt und leider ohne USB-Drehgelenk. Ihr seht das hier. Der USB-Anschluss ist also starr verbaut und es gibt keine Möglichkeit, irgendwie den nach oben zu klappen, damit es am Laptop besser funktioniert. Die Kappe auch nicht mit irgendeiner Schnur oder so gesichert, kann also relativ schnell verloren gehen, da solltet ihr aufpassen. Auf der Rückseite steht die Modellnummer und ja, das war es eigentlich auch schon, nichts Besonderes, kann man drüber hinweggehen. Hier vorne sieht man eine LED, die leuchtet in verschiedenen Farben, je nachdem welcher Betriebsmodus gerade ja genutzt wird. Und welches Netz zum Beispiel gerade genutzt wird. Die Klappe kann man abnehmen hier vorne, abschieben, ihr habt es gesehen. Und darunter befindet sich dann der Schacht für die SIM-Karte, das ist hier. Da kommt also eine normale Standard-Mini-SIM, 2FF rein. Und ihr könnt natürlich auch Adapter benutzen, also zum Beispiel eine Nano-SIM oder eine Micro-SIM mit Adapter. Geht problemlos, habe ich auch gemacht und ja, das geht auch nicht kaputt, das ist ja das Wichtigste. Hier kann noch eine Speicherkarte reingelegt werden, eine vom Typ Micro SD bis zu 32 GB, sagt Huawei. Eventuell gehen auch mehr, kann ich leider nicht beurteilen. So könnt ihr den E3372 dann heute auch als Speicherstick benutzen am Computer. Ich mache das mal wieder drauf hier. Geht normalerweise recht einfach. So. Und wir schauen uns nochmal kurz die Seite an. Da ist nämlich etwas Besonderes, beziehungsweise etwas, was relativ praktisch sein dürfte für viele Menschen. Das sind die zwei Anschlüsse hier für eine externe Antenne. Jetzt versuche ich das gerade mal aufzubekommen. So, auch vor der Kamera etwas schwierig. Ihr seht's, das gleiche haben wir hier nochmal. Wir brauchen zwei Stück, da das eine MIMO-Antenne benötigt, also für LTE. Und ihr braucht dann halt so einen Adapter öfter mal, für die meisten Antennen zumindest. Es sei denn, eure Antenne hat genau den gleichen Anschluss hier wie dieses eben auch. Also ihr braucht einen CRC9 Anschluss. Und wie ihr seht, ist leider ein bisschen unscharf aktuell. Ich hoffe, das gibt sich gleich. Genau, so. Jetzt haben wir es angeschlossen und dann gibt es hier einen SMA-Anschluss. Diese Pigtails kosten so im Handel, ja, leider zwischen 10 und 20 Euro pro Stück. Also es ist wirklich teuer. Lohnt sich allerdings, weil dann wird der Empfang natürlich richtig gut mit einer externen Antenne. Also ich habe zum Beispiel eine Novero Dabendorf LTE 1800 Antenne benutzt. Und ja, der Stick hat auch so einen relativ guten Empfang, aber mit einer Antenne ist es natürlich nochmal deutlich besser. Und die Datenraten, ich habe im Test so bis 140 Mbit erreicht im Netz der Telekom. Im Download natürlich, im Upload waren es etwa 40 Mbit und Pingzeiten so zwischen 20 und 30 Millisekunden im Netz von O2. Also schon sehr gut, würde ich sagen. Ja, eine Besonderheit, ihr könnt den Huawei E3372 LTE Stick auch mit einem Router verwenden. Zum Beispiel dem Dovado Go hier. Das ist also ein mobiler Router mit Akku und da steckt ihr das einfach in den USB-Anschluss und dann funktioniert es auch schon. Außerdem auch andere Router, zum Beispiel der Dovado Tiny AC hier. Ich hatte das auch im Test, Testbericht jeweils verlinkt hier. Funktioniert damit echt gut und dann steckt ihr das einfach entsprechend in den USB-Anschluss rein. So und könnt dann den USB-Stick quasi als Modem für den Router benutzen. Und da kann man dann natürlich auch dann deutlich mehr PCs anstecken. Und hat ein WLAN-Modul drin. Ist ganz praktisch und ja, teilweise sogar günstiger, als wenn man dann wirklich einen richtigen Mobilfunkrouter mit LTE eingebaut kauft. Und man hat natürlich mehr Möglichkeiten. Generell funktionieren auch viele andere Router. Dafür guckt ihr am besten einfach mal bei Google. Gebt einfach den Modellnamen hier von dem Stick ein, plus den Router, den ihr damit verbinden wollt. Es gibt also wirklich viele Leute, die mittlerweile diesen Stick hier mit Routern verwenden und die sind sehr zufrieden.
Ja, so viel zum Huawei E3372. Lest auch gerne den Testbericht, der ist verlinkt unterm Video. Ansonsten habe ich natürlich auch ein paar Links, wo ihr das Gerät kaufen könnt. Und ja, wenn ihr weitere Fragen zum Huawei E3372 LTE USB-Stick habt, dann gerne in die Kommentare damit. Vielen Dank fürs Zusehen.